heutigen Stargäste. Sie spielen jetzt einen Song, den Sie sicher schon auf verschiedenen Radiosendern in diesem Sommer gehört haben. Ich freue mich jetzt sehr auf The Most Company mit Live Summersohn. Kurz ist schon vorbei, sie macht das und Platz lässt es sein. Warme Luft, die macht mich high, es pumpt in mir, es macht mich frei. Wohl oder im nächsten See, ganz gechillt mein Eiskaffee. Heute ist mein Tag, ich hab's im Gespiel. Ich lass alles los, bin ganz bei mir. Keiner weiß, was hier geht, man fragt auch nicht. Keiner jammert, weil's uns gut geht. Keiner vertreibt mir die guten Geister. Er findet in mir seinen großen Meister. Summa summarum, heute ist wieder soweit. Schau gut auf, liegt allein. So schleun Kitzeln in mein Gesicht. Heut und feiern wird für uns zur Pflicht. Bis Sommer so. In der Sommer so. So schleun Kitzeln in mein Gesicht. Was für uns wird's heut noch spannend schien. Die Summa Summa. In der Summa Summa. Das ganze Studio swingt mit. Herzlich willkommen, The Most Company. Herzlich willkommen. Hey. Hier natürlich der Dominik Grundhaller und hier der Philipp Schagerl. Freue mich sehr, ich darf mit euch stellvertretend für die Band sprechen. So, summa summarum, der Hit in allen Radios rauf und runter gespielt. Wann ist euch der Song eingefallen? Na, es war so, ich habe letzten Herbst für meine Frau Barbara ein Liebeslied geschrieben und ja, habe das bei mir daheim im Home Recording Studio mit dem Dominik aufgenommen und habe das dem Alex K., unserem Produzenten, geschickt. Der hat das für sehr gut befunden. Er wollte ab dem Zeitpunkt mit uns zusammenarbeiten. Und ja, das hat sich hingezogen. Es hat sich aber dann doch herausgestellt, dass eine Ballade für den ersten Output nicht so geeignet ist. Und in den tiefen Wintermonaten, auch die Sehnsucht nach der Sonne, ist mir dann die Idee gekommen zur Summersohn. Ja. Und Alex war eigentlich dann relativ schnell begeistert. Wir haben das dann als Band ausgearbeitet. Dominik hat auch am Text noch mit mir gefeilt. Und irgendwann einmal war es dann soweit, nach mehreren Monaten im Mai, dass wir dann gesagt haben, so, das machen wir jetzt und aufgenommen. Das heißt, du schreibst die Lieder und du textest auch. Von mir kommen die Ideen, Textphrasen, Songwriting und meine großartige Band. Ja, hallo, da ist eine Stimmung drinnen gewesen. Großartig. Vor allem, dass ihr live gespielt habt, das war großartig. Dominik, ich habe hier eine CD bekommen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall einmal Summa Summarum oben. Genau. Was findet man noch alles? Von uns findet man sehr viel. Auf unserer Homepage www.themostcompany.at, da findet man einiges von uns. Auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/themostcompany. Und auch live kann man uns hören, nämlich nächste Woche beim Hafen Open Air in Wien am Samstag. Und dann im September, am 16. September in Scheibs. So, jetzt muss ich mal aber zurück zu den Basics. The Most Company, so fangen wir mal an. Ihr seid alle aus dem Mostviertel. Ihr habt alle eine musikalische Ausbildung. Wo habt ihr einander kennengelernt, getroffen und wie habt ihr euch dann zu dieser Band formiert? Ja, durch das wir eben schon so lange in der Branche sind, kennen wir uns halt irgendwie über mehrere Ecken. Ich war mal am Kreuzfahrtschiff, da habe ich den Marcello, der ist mir empfohlen worden, durch private Umstände hat das dann... Du bist nicht aus dem Mostviertel, okay. Aber du bist musikalisch Professionist. Das stimmt wenigstens. Ja, und teilweise durch das Studium
Konservatorium. Der Luki ist aus dem Ostviertel, mit dem habe ich schon Punkrock gespielt, wie wir 16 waren, oder er 16 und ich 26. Der Robert Kerschbaumer ist auch mein Bandleader bei RK Music. Also durch verschiedene Projekte kennen wir uns. Und ja, also das ist jetzt unser Herzblut, mit dem wir eben eigene Musik machen. Und das soll noch gepusht werden und mehr werden. Wie macht es denn logistisch? Ihr seid alle auch Mitglieder von anderen Bands. Wie genau. Schafft es jetzt natürlich, und die Auftritte werden mehr und mehr jetzt von Most Company, wie schafft es, dass ihr euch da immer wieder trefft und findet? Es ist natürlich eine Challenge. Es ist natürlich echt schwierig. Eben wie du sagst, wir haben alle auch ansonsten genug zu tun. Aber ja, viel Geduld bei der Terminfindung ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben es bis jetzt immer geschafft, dass wir uns zumindest regelmäßig getroffen haben. Das heißt, geprobt wird wie oft in der Woche jetzt? Kann man von der Woche überhaupt? Ich sage mal, einmal im Monat auf jeden Fall schauen wir, dass wir zusammenkommen. Wir hoffen, dass wir es öfter schaffen, aber realistisch, glaube ich, ist es einmal im Monat. Ist es einmal und dann bleibt es auch. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit euch? Also wo würdet ihr denn gerne hin? Also jetzt seid ihr mal in den Hitparaden vertreten, in den Radios, jetzt sieht man euch. Ja. Wo seht ihr euch in einem halben Jahr? Würdet ihr euch gerne sehen? Auf der Skihütte oder Open Air in Schladming. Ski Open Air in Schladming. Ja, das ist nicht das Schlechteste, um Gottes ja, Willen. Ja. Also wir wollen Festivals bedienen natürlich, Festivals spielen, Stadtfeste, auf jeden Fall große Bühnen, wo Stimmungsmusik angesagt ist. Und ja, Bandbreite musikalisch reicht Rock, Funk? Reggae, Ska, Funk, Soul. Aber immer mit ein bisschen ein Rock-Attitude. Wir suchen uns überall das Beste raus. Genau. Und ich habe gehört, euer kleinster gemeinsamer Nenner ist die Blockflöte. Stimmt das? Ich frage ihn, weil er sagt das auch wieder. Die Blockflöte? Also mein erstes Instrument war die Blockflöte. Siehst du? Das heißt, jeder von euch spielt eigentlich Blockflöte, oder? Ich verlange jetzt von euch kein Blockflöten. In Zweifel für die Angeklagten. In Zweifel. Also das wäre eure... Blockflöten oder so, aber vielleicht, wenn man Woodstock der Blasmusik... Ja, aber solange das jetzt gefragt ist, bitte bleibt dabei. Ja. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr zu uns gekommen seid. Gerne, ihr bestreitet heute auch noch das Ende der Sendung, da freuen wir uns schon. Da werden wir in Partystimmung kommen. Jedenfalls viel Erfolg weiterhin und Dankeschön für diesen bombastischen Live-Auftritt. Vielen danke. Vielen Dank. Dankeschön. Super. Bei uns geht's weiter, wenn Sie jetzt am Sonntag zum Beispiel die Leichtathletik-WM noch verfolgen, die geht ja in London zu Ende, dann werden Ihnen vor allem die sportlichen Höchstleistungen in Erinnerung bleiben. Aber nicht nur das, vor allem auch die optische Aufmachung der Sportlerinnen hinterlässt ihre Spuren. Die sind nämlich nicht nur von Kopf bis Fuß durchtrainiert, sondern die sind auch von Kopf bis Fuß durchgestylt.